Die Erfolge der Schlaggemeinschaft Faber aus Hamburg sind nur mit Superlativen zu beschreiben. Kein Wunder, denn bei Familie Faber dreht sich alles nur um eins: um schnelle Tauben. Beim Dennis Faber hat man von Anfang an gemerkt, der ist richtig akribisch, der beschäftigt sich intensiv damit, der stellt die richtigen Fragen. Da habe ich schon von Anfang an ein gutes Gefühl mit ihm gehabt. Also unser Jungtierschlag ist 4 Meter lang und 2,5 Meter tief. Und die Sitzregale sind in einer U-Form angeordnet. Jetzt nicht irgendwie aus motivationstechnischen Gründen, einfach damit so viele Junge wie möglich Platz finden. Und zwar haben wir hier 110 Sitzplätze, wobei die können wir auch hier 30 Stück auf der linken Seite, können wir dann auch halbieren, sodass dann eventuell sich Pärchen bilden können und dann ja, aus dem kleinen Nest fliegen können. Also Anzahl variiert dann zwischen 110 und 95. Und ja, Jungtiere sind allerdings hier so um die 140 drauf. Also es findet nicht jede Platz, aber das war so die letzten Jahre so und bis jetzt sind wir damit gut gefahren und ja, die müssen sich halt ihren Platz erkämpfen. Wir haben hier, wenn ihr euch das genau anschaut, so einen Lüftungskanal, der ist auf der einen Seite, sag mal links, ist der geöffnet, mit Draht versehen und geht dann bis in den nächsten Witwerschlag durch. Und auf der anderen Seite ist dann auch eine Öffnung mit Draht. Und ja, je nachdem wie der Wind steht, egal ob er jetzt vom Osten, Westen, Südwest oder schräg kommt, irgendwie kommt natürlich dann immer Wind rein und bläst dann die verbrauchte Luft hoch und dann auf der anderen Seite wieder raus. Und bis jetzt hat das auch gut funktioniert. Jetzt im Sommer ist es jetzt nicht viel notwendig bei den Jungen, da die Front offen ist. Aber wenn wir verdunkeln, dann ist ja über einen gewissen Zeitraum ist ja alles geschlossen und da muss ja die verbrauchte Luft irgendwie raus. Und ist auch nicht automatisch, sondern ganz natürlich, der Wind macht die Arbeit. Dennis, wie begegnest du der Jungtierkrankheit? Wie fängst du die auf? Also relativ gelassen. Im letzten Jahr hatten wir das Glück, dass sie nicht ausgebrochen ist. Ich muss jetzt sagen, in Anführungsstrichen Glück, da wir jetzt bei den jährigen Männchen doch ein paar Ausfälle hatten, da wir sie zu Hause lassen mussten, da sie die Krankheit bekommen haben. Aber ich habe da auch jetzt gar nicht medikamentös eingegriffen, weil nach 1-2 Tagen war der Kot wieder super mit Down, habe sie dann einmal antrainiert. Und jetzt auf dem 7. Preisflug kann man das auch in der Preisliste sehen, wer dann einmal weniger gesetzt wurde, der war davon betroffen und die sind auch gut in die Preise gekommen. Und bei den Jungtauben selbst, wie gehe ich da vor? Ich warte in der Regel, meistens merkt man es ja schon, die typischen Anzeichen, eine hohe Wasseraufnahme, keine Fresslust, möchten nicht fliegen, nicht reinkommen, wenn sie jetzt am Haus rausgelassen werden. Und ja, was mache ich? Ich warte dann in der Regel noch 1-2 Tage, bis dann wirklich auch mehr, sag ich mal, das bekommen, weil kann ja auch sein, dass wirklich nur 1-2 schwächer sind. Und wenn die es dann haben und ich mir sicher bin, dass sie es haben, dann greife ich dann noch medikamentös ein und behandle sie dann 7 bis 10 Tage, je nach Krankheitsverlauf und baue sie dann parallel schon dann mit Produkten von Rönnfried, also Morgold, Immunbooster, Entrobac auf. Und in der Regel sind wir bis jetzt die Jahre damit gut gefahren. Sei es jetzt mit Jungtierkrankheit oder ohne Jungtierkrankheit. Jährig haben sie dann, sag ich mal, ja, wieder ihren Mann, ihre Frau gestanden. Die, was dann zu sehr schwächeln, die müssen weichen. Da führt kein Weg dran vorbei. Aber in Fabers steht die Ausbildung der Tauben ja auch ganz stark im Vordergrund. Fördern und fordern, das ist etwas, was man bei Fabers sieht. Die Jungtauben schon früh an ihre Aufgaben heranführen, das ist etwas, da kann sich der eine oder andere noch was von abschauen. Ja, also unsere Jungen werden ja relativ frühzeitig angelernt, im Sinne von an den Korb gewöhnt. Dazu korb ich sie mal dann ein für ein paar Stunden am Tag in den Korb, in den ganz normalen Transportkörbe. Und ja, die stehen dann ein paar Stunden, werden dann am Nachmittag rausgelassen und fliegen dann den Stall direkt an. Und das weite ich dann so aus, bis sie dann 1-2 Nächte am Stück mit Futter- und Wasseraufnahme dann
in den Körben beziehungsweise dann später in den Geraldi-Boxen drin sind. Und ja, dass sie dann relativ entspannt sind, später dann dadurch keinen Stress haben und ja alles so frühzeitig wie möglich kennenlernen. Mit dem Training selbst der Jungtauben, ja, das hängt eigentlich ganz davon ab, wie sie sich machen, wie sie am Stall fliegen. Sobald sie also wirklich außer Sichtweite sind und wegziehen und noch mindestens so Stunde, anderthalb am Haus fliegen, dann habe ich ja keine Probleme, sie einfach einzukorben und wegzufahren. Es beginnt dann so bei 2 Kilometern, dann 7 Kilometern, 15, 20 und dann wird dann auf 50 gefahren. Im Vorfeld machen wir da viel und setzen auch bei jeder Gelegenheit unsere Jungtauben in den Kabi ein, damit sie dort auch dann ja, das Übernachten lernen, das Trinken lernen und einfach relaxed sind und das kein Stressfaktor für sie darstellt. Und in der Saison trainieren wir sie auch. Ich denke mal, das Training der Jungtauben in der Saison ist jetzt nicht so ausschlaggebend, wenn sie am Haus richtig super ziehen und, sag ich mal, ja, hart fliegen, also ziehen, eine Stunde, anderthalb, 2 Stunden fliegen am Stück, dann ist das Training jetzt, sag ich mal, nicht so wichtig. Und dann trainieren wir sie auch in der Gemeinschaft mit anderen Züchtern, damit sie das trennen lernen. Und das erweitern wir auch dann mit Züchtern dann aus anderen Erfahrungen, anderen Regionalverbänden, dass wir uns dann verabreden, die Tauben dann gemeinsam starten und dass sie dann lernen, nach Hause zu kommen. Und ich habe es auch immer gerne, wenn ich meine Jungtauben dann bei anderen Fluggemeinschaften Erfahrungen einsetzen kann, dass sie sich dann ja, lösen müssen und dadurch dann auch wiederum lernen. Und ich denke mal, das ist dann auch wieder ein kleiner Vorteil gegenüber der Konkurrenz, wenn die sich dann nicht die Arbeit damit machen. Und während der Saison fahren wir sie auch, aus dem Grund, da wir unsere Jungtauben von der ersten bis zur dritten Zucht sich alle in einem Schlag befinden, jetzt auch schon ja, reif sind, paarungswillig und dann auch keine Lust haben mehr am Haus richtig zu ziehen. Und ja, dann bleibt das einfach ja, nicht aus, dass wir sie dann fahren müssen, wenn sie am Haus nicht vernünftig fliegen. So kann ich dann wenigstens erreichen, dass sie dann eine bestimmte Trainingsdauer in der Luft sind. Es zeigt sich in der Regel, dass, sag ich mal, Jährige, die bei uns auf dem Stall gut fliegen, als Jährige und später auch als Alte, als Jungtaube auch gut geflogen sind. Das bedeutet aber nicht, dass jede gute Jungtaube auch eine gute Alttaube wird. Als Beispiel kann ich jetzt nur benennen unser 202. Der hat als Jungtaube, glaube ich, die ersten 3, 4 Flüge keinen Preis gemacht. Dann aber die letzten 3 Flüge kam er immer in der Spitzengruppe an. Das waren dann Flüge von 250, 300 und 350 Kilometern. Und das zeigt ja, dass er, sag ich mal, ja, eine gewisse Härte zeigt. Und dann auch bei, sag ich mal, längeren und etwas schwierigeren Bedingungen sich gezeigt hat. Und das möchte ich gerne haben. Es bringt mir nichts, wenn ich jetzt eine Junge habe, die bei 7 Flügen 7 Preise hat, aber dann lauter, sag ich mal, normale Preise. Und da ist mir dann doch eine Junge lieber mit 4 Preisen, aber davon dann 3 Spitzenpreise. Fabers haben ja einen sehr großen Bestand und da ist das Schlagmilieu ja extrem wichtig. Ja, wenn man sieht vor Ort, wie viele Tauben sie auf engstem Raum sitzen haben, da muss das Schlagmilieu optimal sein und ich glaube, da kann sich der ein oder andere noch viel abschauen. Also wir spielen den Großteil der Weibchen, so um die 28 bis 30 Stück, auf Witwenschaft. Das heißt, das Männchen bleibt zu Hause und wartet dann auf sie, Flug für Flug. Und der Rest wird nach der totalen Witwenschaft gespielt. Im Frühjahr werden sie alle angepaart, überbrüten einmal. Und sobald dann so, ich sag mal, 20-30% von den Eiern laufen, wird dann abgeräumt und alle werden getrennt. Und ab da beginnt dann, sag ich mal so, die richtige Vorbereitung auf die Reise. Wie ihr seht, sind das hier auch ja, Weibchenzellen von Hermes und ja, sag ich mal, mit 2 Abteilen, hinten die Schale und vorne dürfen die Weibchen sitzen. Und in der Regel paart sich hier so gut wie kein Weibchen, weil die Weibchen, denen die Zelle gehört, die sind ja ganz erbittert drauf, wenn jetzt mal ein anderes Weibchen reinfliegt und ja, total motiviert die dann raus zu beißen. Und wenn es aber dennoch mal passieren sollte, ja, dann müssen wir einfach mal gucken, was ist das für ein Weibchen? Ist das ein Weibchen, das total gespielt wird? Wird dadurch der Vogel beeinflusst, der auch auf Reise geht? Und sonst wird es dann entweder separat aus dem Schlag genommen, aber ich kann von Glück oder wir können von Glück reden, dass wir in den letzten 2-3 Jahren ein Paar gehabt haben nur.
Ich denke mal aber, das hängt auch ein bisschen mit der Auslese zusammen. Worauf hast du besonders geachtet? Naja, dass sie sich zum einen hier direkt ansehen können. Möglichst viele Sitzgelegenheiten. Wobei am Anfang der Saison sitzen natürlich auch welche wieder auf dem Futtertrog. Und vor allen Dingen, der Stall ist relativ eng im Vergleich zu den Männchen. Und die sind auch viel, ja, sag ich mal, ruhiger, zutraulicher, die Weibchen. Sie sind nicht zahm, aber ich kann reingehen und mich jetzt mit jeder unterhalten. Und ja, ihr seht ja, wenn ich jetzt spreche, dann reagieren sie auch drauf und gurren schon rum. Und ja, ich mag es überhaupt nicht haben, wenn ich in den Stall gehe und das Weibchen fliegt mir entgegen. Also das kann ich gar nicht ab. Das mag ich nicht. Die muss schon ruhig sein. Die muss jetzt nicht zahm sein, aber die muss, sag ich mal, ja, nervenstark sein. Ja, hier, wir haben zwei verschiedene Witwerschläge. Jetzt sind wir im größeren. Und der ist so um die, oh, vielleicht 4, 5 Meter lang und auch so um die 2,5 Meter tief. Also hier im großen Witwerschlag haben wir so als Zusatzdinge, haben wir hier die Tageslichtröhren drin. Die schalte ich auch immer ein, wenn es jetzt etwas dunkler ist oder jetzt zum Ende der Saison hin. Da schalte ich die gerne mal ein. Dann haben wir hier die ATX-Wärmewellenheizung. Die springt automatisch an, sobald, sag ich mal, die Luftfeuchtigkeit über 65% steigt oder die Temperatur unter 10 Grad fällt. Dann schalten die sich automatisch ein und ich kann die auch immer noch manuell steuern. Und ja, als drittes Extra haben wir hier die Schilfmatten. Das haben wir uns bei den Gebrüdern Ploog aus Bad Schwartau abgeschaut. Und damit es hier nicht zu hell ist und der Luftaustausch auch nicht, ja, zu schnell vonstatten geht. Also bis jetzt haben wir nur gute Erfahrungen damit. Und ich denke mal, wenn man sich hier oder wer mal hier auf unserem Witwerschlag war, der fühlt sich auch wohl. Und ich denke mal, das sieht man den Tauben auch an, dass sie jetzt nicht zusammengeschuppert sitzen oder dass man jetzt das einem am Bein zieht oder im Nacken. Also man merkt das dann auch selber, wenn man sich dann etwas länger auf dem Witwerschlag aufhält. Und dann auch die Zelleneinrichtung von der Firma Hermes mit den Dreierabteilen. Da mögen sich die Männchen auch gerne zurückziehen, wenn sie mal Ruhe haben wollen. Und ich denke, da kann man ein bisschen mit rumspielen, wenn man jetzt die Zeit hat. Und auch jetzt die einzelnen Boxen, die wir auf dem Boden platziert haben, jetzt für überzählige Männchen, die mögen es auch, also die werden sehr gerne angenommen. Und teilweise reisen die dann auch mindestens genauso gut wie aus einer ganz normalen, schicken Zelle. Gibt es vom Körperbau her eine Taube, die du sehr bevorzugst? Ja, also eine mittelgroße Taube muss schön fest sein, also man muss die Muskulatur spüren können. Kurzen Oberarm und ja, das Auge muss Leben ausstrahlen. Ich bin jetzt kein Augenkenner, aber darf jetzt nicht, sag ich mal, ausdruckslos sein wie so ein Fisch. Und ja, ich denke mal, immer, sag ich mal, muss das Gefieder glänzen. Also eine richtig gute, sag ich mal, die schimmert immer. Woran erkennst du die Topper? Setzen und dann schauen, was kommt und was nicht. Und die, was kommen, das sind die guten. Also bei den Farbers ist es ja eindeutig so, dass die, wenn man einen Flug nicht so gut läuft, wirklich suchen, woran liegt es. Sie suchen nicht bei anderen, bei Umständen, sondern sie suchen bei sich selbst, was haben sie vielleicht verkehrt gemacht, wo haben sie ein Verbesserungspotenzial. Und da ist eine stetige Entwicklung, immer weiter Entwicklung sofort zu sehen. Und das zeichnet sie auch aus. Ja, vor der Saison setze ich dann oder führe ich dann eine 7- bis 10-tägige Kur mit Hexenbier. Damit feuchte ich das Futter an und trockne es dann mit Avimizinpulver und dann dem Kräutermix ab. Und das bekommen die dann durchgängig. Und man merkt dann von Tag zu Tag, dass die Flugfreude ansteigt. Und ja, ich bekomme sie dann relativ schnell ans Fliegen, ans Ziehen und dass sie schnell auch viel fliegen. Weil es gibt natürlich dann Einzeltiere, die für die braucht man die Fahne jetzt nicht, aber um so eine große Anzahl von Tauben in die Luft zu bringen, bleibt es nicht aus. Dann die Fahne einzusetzen, einen Ball, wenn die auf dem Dachfirst sitzen, das muss dann einfach sein. Also vor der Saison trainieren wir unsere Alttauben so an die 10 bis 12 Mal. Dieses Jahr waren es 12 Mal selbst von 10 bis 50 Kilometer. Und zusätzlich habe ich dann noch jetzt an
ja, gemeinsamen Flügen von, sag ich mal, Nachbarfluggemeinschaften teilgenommen oder unserer AV. Und bei den Jungtauben sieht es ja identisch aus. Zu Beginn der Saison trainieren wir sie einmal in der Woche. Auch immer von dem Standardauflassplatz ab 50 Kilometern, dass die Jährigen vor allen Dingen Sicherheit gewinnen, das Spiel dann verstehen, also je nachdem, ob das jetzt total gereist wird oder dass ein Partner zu Hause bleibt, dass sie einfach nach Hause kommen und alles, sag ich mal, läuft auch so wie beim Flug ab, dass ich das in die Jährigen reinbekomme. Deswegen denke ich mal, reisen wir auch ja, relativ gut mit den Jährigen. Und dann, sag ich mal, zur zweiten Saisonhälfte trainiere ich sie nicht mehr. Außer es passiert, dass wir jetzt mal einen, sag ich mal, verdrehten oder einen verkrachten Flug haben, wo jetzt Tauben ausgeblieben sind oder später nachgekommen sind, dass ich dadurch nochmal die Jährigen oder auch die Alten dann motiviere, indem ich sie wegbringe. Das muss jetzt nicht weit sein, sondern dass sie einfach nur noch zurückkommen, ihr Partner wieder zu Hause ist oder wenn sich jetzt neue Paare bilden sollten, dass ich dann auch Zeit habe, dass die sich dann auch verstehen und dass sich das alles fürs Wochenende wieder einspielt. Beim Dennis ist ja so, dass er einen vollen Einsatz bringt. Ja. Er überlässt nichts dem Zufall, hochmotiviert, von morgens bis abends denkt der Tauben. Und das ist nicht Zufall, dass er so erfolgreich mit den jungen Jahren schon ist. Also wie ihr seht im Hintergrund, das Wetter ist top. Wir können auf einen guten Flugverlauf hoffen. Der Fahrer hat mir auch bestätigt, die Tauben sind gut abgezogen. Das ist schon mal sehr wichtig beim Flug. Und ich habe jetzt hier mal so ein paar Referenzlisten vom gleichen Auflassort vom letzten Jahr, auch bei ähnlichen Bedingungen. Und demnach müssten die Tauben, also heute sind sie um 8.35 Uhr gestartet, müssen sie so knapp unter 1200 Meter fliegen. Dann wären sie hier so um 14.50 Uhr, 14.55 Uhr, wenn alles gut läuft. Könnten natürlich auch ein Tick schneller oder ein Tick langsamer sein. Aber ich denke mal, der Flug müsste, sag ich mal, reibungslos über die Bühne gehen. Und normalerweise faire Bedingungen, wenn alles klappt, dann müssten sie heute dicke kommen. Ne? Beim Dennis ist es ja so, dass er sich nicht scheut, die Produkte auch so anzuwenden, wie wir das empfehlen. Der mischt die, so wie wir es vorgeben, und hat da seine Erfolge mit. Also wenn die Tauben zurückkommen, befindet sich im Wasser dann verschiedene Produkte. Zum einen Carni Speed, Avidres Plus, Rotosal. Je nach Schwere des Fluges kann ich das dann auch variiert einsetzen, also von 5 bis zu 15, 20 Milliliter auf den Liter. Und Betiamin Forte. Also am wichtigsten sind mir die ersten zwei Tage nach der Rückkehr, also dann der Flugtag selbst und dann der Tag danach. Und ja, ich habe mir immer so als Ziel, setze ich mir die Tauben so schnell wie möglich ja, wieder aufzufüllen, also Reserven aufzufüllen, dass sie schnell regenerieren und dass sie dann auch schon recht frühzeitig wieder in der Woche dann ja, sag ich mal, hart am Trainieren sind. Dass sie dann morgens wie nachmittags dann jeweils eine Stunde in der Luft sind. Und dann auch bis zu einer halben Stunde außer Sicht. Ich habe das so seit der letzten Jungreise im Programm. Da mache ich mir so eine Erdnuss-Käse-Mischung zu 50% aus kleinen gehackten Erdnüssen und 50% so ein Jung-Gouda-Käse vom Discounter. Und mische ich dann zusammen und das kriegen sie dann nach der letzten Mahlzeit nochmal extra in die Futterraufe.
und das nehmen sie dann extra nochmal auf, also nochmal so ein extra Energieschub. Also am Einsatztag selbst, da gebe ich auch gerne jetzt zum Ende der Saison hin, also in der zweiten Saisonhälfte, Rotosal ins Wasser, so um die 10 Milliliter auf den Liter, zusammen mit Avidress und Carni Speed. Und ja, direkt vorm Einsetzen tröpfle ich die Tauben also sowohl in die Nasenlöcher als auch in die Augen mit den Avisana-Nasentropfen. Also es gibt drei Produkte von Rönnfried, auf die ich nicht verzichten möchte. Zum einen das Avidress Plus zur regelmäßigen Trinkwasserdesinfektion, dass das ganze Jahr hinweg hindurch, egal bei welchen Tauben, ob sie jetzt festsitzend sind oder auf dem Flug kommen oder Jungtauben, seitdem haben wir keine Last mehr mit den Trichomonaden. Dann das Rotosal zur schnelleren Regeneration. Das setzen wir auch gerne nach Impfungen ein, bestandener Jungtierkrankheit und jetzt auch vor allen Dingen in der Reisesaison. Und das Carni Speed, seitdem wir dieses Produkt einsetzen, also kennen wir dieses Tippeln gar nicht mehr, wenn die Tauben heimkommen und vorne überkippen. Die kommen dann immer frisch, putz und munter dann an. Eindämmen ist auf jeden Fall schwer, aber während der Jungtierkrankheit unterstütze ich sie mit Morgold. Damit feuchte ich das Futter an und trockne es mit Immunbooster und Entrobug ab. Und wenn es dann, zur Jungtierkrankheit kommt, bekommen sie dann etwas leichteres Futter. Erstmal vielleicht fasten sie dann noch einen Tag und bekommen das dann übers Futter gemischt. Weil ich möchte dann auch so schnell wie möglich erreichen, dass der Kot wieder fest ist und ja, die Verdauung angeregt wird. Also Vater hat schon immer Rönnfried-Produkte eingesetzt. Damals waren es jetzt nur so Standardprodukte wie Blitz oder Pavivac Bierhefe. Dann kam ich dann mit ins Spiel und ja, ich habe dann immer mehr und mehr auf Rönnfried umgeschwenkt. Und ja, ich kam dann in Kontakt mit dem Alfred Berger und der hat mir dann ja, nach und nach dann auch mehr Produkte empfohlen und mir dann auch eine fachgerechte Beratung zukommen lassen, warum ich welches Produkt einsetze, was wichtig ist. Also wir möchten unsere Tauben, solange es geht, natürlich gesund erhalten und Rönnfried steht für eine natürliche Gesunderhaltung und das setzen wir dann auch konsequent durch bei den Zuchttauben, die haben seit 2007 keine Medikamente mehr bekommen und ja, wie man sieht, ist jeder Jahrgang ein gelungener Jahrgang und es sind immer wieder auch richtig gute Tauben dabei. Bei der Firma Rönnfried sieht man, dass da ein Konzept dahinter steckt und ein Konzept, das zu uns passt, die natürliche Gesunderhaltung der Tauben. Und ja, wir sind mehr als zufrieden mit der Firma Rönnfried und deren Produkten. Was ist das für ein Vogel? Die war ein Drittbester in Deutschland in 2010 und dann kam er in die Zucht. Und mittlerweile sind seine Kinder, Enkel, Urenkel. Fliegen erste Preise, Asttauben, Titel, alles. Also unser Liebling. Mit dem hat alles angefangen, dass wir so, überregional auch richtig gut platziert sind. Und ist total auf mich fixiert. Auch schon in der Reise und als Jungtaube war das schon so. Und ja, wenn man ihn in die Hand nimmt, ist er nicht optimal oder so gebaut, wie man sich das vielleicht vorstellt, aber der hat einfach Charakter. Die Fabers haben sich ja heute einen Stamm aufgebaut, aufbauend auf der Stammtäubin, der in der Lage ist, bei Gegenwinden, hohen Bedingungen, also hohen Anforderungen, extreme Spitzenleistungen abzuliefern. Das zeigen sie ja fast jede Woche und die werden in der Zukunft noch einiges uns zeigen, was das bedeutet. Also hier befinden wir uns in unserem Zuchtschlag. Insgesamt haben wir 35 Zuchtpaare. Und inklusive unserer vier Zuchtboxen, unsere Einzelboxen und dann unsere ganz besondere dann angepaart sind, damit wir auch dann davon ausgehen können, dass da eine Fremdbefruchtung ausgeschlossen ist. Also auf jeden Fall müssen sie sehr vital sein, denn unsere Zuchttauben bekommen seit 2006 Winter keine Medikamente mehr, nur die obligatorischen Impfungen und deswegen ja, dürfen sich hier keine Schwächlinge befinden. Und bei der Auswahl achten wir vor allen Dingen auch darauf, dass wir ja, bewährte Reisetiere wieder in die Zucht integrieren. Denn die sind am besten mit unseren Bedingungen, den Witterungsbedingungen, der Konkurrenz, allgemein allem hier klargekommen. Und ich denke mal, das ist die beste Auswahlmöglichkeit.
Und wenn wir uns jetzt von anderen Züchtern Tauben zuholen, dann sollten es schon ja, Kinder oder Geschwister aus deren Toppern sein, sei es jetzt nationale Asttauben, Olympiatauben, mehrfache erste Konkurssieger. Es muss einfach passen und die Tauben müssen auch in unser System passen. Das bedeutet vielleicht schon ein paar Parallelen in der Versorgung erkennen. Und natürlich ist es von Vorteil, wenn man schon von anderen ja, Sportsfreunden gehört hat, du, ich habe da Tauben geholt, die sind bei mir sehr gut eingeschlagen. Und ja, dann ist es natürlich noch interessanter. Holst du dir gerne auch wieder Kinder von den Tieren, die du abgegeben hast, zurück in den Schlag? Ja, auf jeden Fall. Wenn die sich dann auf anderen Schlägen bewährt haben, auf jeden Fall. Bewährt hat sich, dass wir die Tauben, sowohl, also eigentlich alle Reisetauben und Zuchttauben vor allen Dingen auch, jedes Jahr impfen gegen Pocken, Paramyxe und Salmonellen. Das machen wir dann innerhalb in so einem 2-Wochen-Zyklus, dass sie dann alle 2 Wochen eine Impfung bekommen. Und ja, dass wir sie dann auch auf die Zucht ordnungsgemäß vorbereiten, wenn wir frühzeitig anpaaren, dann mit dem Belichten rechtzeitig anfangen und ja. Wann geht die Zucht bei euch los? Das ist in der Regel so in den Weihnachtsfeiertagen, da hat Vater Urlaub. Bei der ersten Zucht paart er sie, sag ich mal, schon mit dem Gedanken an, dass sie so 2-3 Zuchten zusammenbleiben. Und dann besondere Einzelpaare paart er auch regelmäßig um, dass man dann aus den besonderen Tauben in verschiedenen Kombinationen möglichst viele Jungtauben auf die Reiseschläge bringen. Und im Sommer, da paart er eigentlich komplett alles nochmal um, aber auch schon mit den Gedanken zur nächsten Zucht, dass es dann auch dann, dass es dann reibungsloser verläuft, dass es dann ja keinen Eiersalat gibt und die Tauben dann ja, schon, sag ich mal, aneinander gewöhnt sind. Dennis, welche Tauben haben bei euch im Stand besonders gut angepackt? Das war das Stammweibchen, die 557, vor Jahrgang 05 von dem Sportsfreund Willi Schlüter aus der LV Elmshorn. Und ja, mittlerweile fließt, sag ich mal, in über 90% unserer Tauben das Blut von ihr. Sei es jetzt Kinder, Enkel, Urenkel, egal was man auf unserem Reiseschlag sieht, so 95%, 90% ist immer etwas von ihr mit dabei. Und das zweite Standbein bilden dann die Tauben vom Cyril Verbeek aus Vorseller. Das ist ein belgischer Spieler, der auch besonders mit einem kleinen, sag ich mal, Bestand dort für Furore gesorgt hat und auch dann sehr stark auf den Mittelstreckenflügen und der Eintagesweitstrecke gespielt hat. Guckst du immer nach der besonders harten Taube? Da wir ja in Deutschland ja, das Augenmerk auf die 400-Plus-Flüge legen, also 400, 500, 600, sollte man schon auf die Tauben ein Augenmerk legen. Denn was nützt es mir, wenn ich jetzt bis 300, 400 Kilometer absolute Spitze fliege, aber die Tauben dann nicht mehr weiter schaffen? Weil es gibt natürlich Taubentypen, die dann bis zu einer bestimmten Kilometerzahl oder Flugzeit ihr Tempo halten können und dann, je es weiter oder härter wird, dann nicht mehr mithalten können. Deswegen sollten sie schon, sag ich mal, 400 Kilometer plus, sag ich mal, Spitze fliegen können. Das ist auch das wichtigste Augenmerk, wenn ich jetzt nach neuen Verstärkungen schaue. Und zwar, das ist unser Stammweibchen, die 557 von 2005. Und mit ihr hat alles angefangen, also unsere größeren Erfolge. Sie selbst war schon in 2007 erste Asttaube im Monat Juni im Regionalverband. 45. auf Bundesebene. Und damals haben wir noch zum Westen geschickt, Richtung Holland, Belgien. Und ja, in 2007 sind wir dann mit den Jungtauben zum Osten gewechselt, woraufhin wir sie dann aus der Reisemannschaft rausgenommen haben. Und ja, mit den Gedanken haben wir uns dann auch ein Junge aus ihr gelassen, in 2007. Und da war sie allerdings noch Reiseweibchen und gleich die erste Jungtaube, die Nummer 7 aus 2007, wurde dann zweitbeste Jungtaube der V. Und in 2008, also in ihrem ersten richtigen Zuchtjahr, hat sie dann die 304 gebracht. Die hat auch den ersten Dritten geflogen, den Tyson, der dritte Assvogel auf Bundesebene wurde und erster Assvogel im Regionalverband. Und den 443. Der hat auch 2 erste Konkurse geflogen, darunter einen Regionalsieg. Ja, und mittlerweile ja, ist sie
wie schon erwähnt, in 90-95% unserer Tauben drin. Sei es als Mutter, Großmutter, Urgroßmutter. Und ja, mittlerweile kann man sagen, dass nachweislich jetzt 2 Olympiatauben bei uns Enkeltöchter von ihr sind. Eine Urenkeltochter in Polen ist auch eine Olympiataube, ist in Brüssel gewesen. Und aus ihr kommen jetzt sämtliche regionale Asttauben, nationale Asttauben. Ich sage hier uns nur mal den 655, der war erste nationale Asttaube auf der Kurzstrecke beim Europacup. Der Tyson, dritter Astvogel des Verbandes. Der 202, Enkel, 12. Astvogel des Verbandes. Eine Tochter, 16. Asttaube des Verbandes. Und noch viele, viele mehr. Und über 80 erste Konkurssieger stammen jetzt aus ihr, also Kinder und Enkelkinder. Und so eine hatten wir auch noch nie gehabt. Und ich denke mal, das wird auch schwer, dass wir jemals wieder so eine haben werden. Das ist der 272, einer unserer besten Reisevögel aus 2016. Und im letzten Jahr hat er in 2016 dreimal in Ersten geflogen. Einmal in Ersten gegen 5.668 Tauben ab Pila. Regionalflug, den er gewonnen hat. Dann mal in Ersten gegen 2.554 Tauben ab Neubrandenburg. Und in Ersten ab Parchim gegen 2.545 Tauben. Und er ist ein Sohn aus dem 655, der selbst auch erste Asttaube auf der Kurzstrecke beim Nationencup war für Deutschland. Und eine Vollschwester zu ihm, die 831, hat auch schon bereits 3 Erste geflogen. Das ist der 655. Bei uns nennt er sich auch Nationass. Da er erste nationale Asttaube für Deutschland beim Nationencup 2010 auf der Kurzstrecke wurde. Und daraufhin wechselt er in den Zuchtschlag. Mittlerweile ist er unser bester Vererber. Der eine Sohn, der 272, hat 3 Erste. Die Tochter 831 hat 3 Erste. Dann ist er noch Vater zur Olympiataube, der 857, der Olympic Madeleine. Und zur 997, die auch 11. Astweibchen auf Bundesebene wurde. Und Großvater ist er auch schon zu 55, die 6. und 8. Astweibchen im Regionalverband gewesen ist, 2 Jahre nacheinander. Und auch zu 14 beim Rudi Hein, die 16 Mal unter den Top 10 geflogen hat. Und bestes Weibchen im Regionalverband und beste Jungtaube im Bund gewesen ist. Ja, das ist unser Tyson, mein Lieblingsvogel. Ich denke mal, unser Lieblingsvogel. Das ist ein ganz verrückter. Schon als Jungtaube ist er aufgefallen, da er schon so zahm war und immer kämpfen wollte. Deswegen auch sein Name. Und der gibt nie auf. Und selbst wurde er als Jungtaube schon 6. beste Jungtaube im Regionalverband. Und in 2010 als 2-Jähriger wurde er 1. Astvogel im Regionalverband und 3. auf Bundesebene. Mittlerweile ist er auch einer unserer besten Zuchtvögel. Ich denke mal sogar nach dem 655 der 2. beste. Denn sein Sohn, der 202, der Kamil, wurde auch 12. bester oder 12. Astvogel auf der Bundesebene. Ein anderer Sohn, der 808, hat auch einen Regionalflug gewonnen. Drittbestes Männchen im Regionalverband. Dann noch 2. besten Männchen in der V der 317. Und noch viele weitere. Das ist hier die 213. Genannt Olympic Mariola. Und sie war 3. Olympiataube für Deutschland in der Kategorie Allround. Und belegte auf der Olympiade in Brüssel den 16. Platz. Sie war schon als Jährige erstes Asttaube in der AV. Und durch ihre konstante Leistung in 2016 und 2017 durfte sie Deutschland 2017 auf der Olympiade vertreten. Und sie stammt aus einem Bruder vom Tyson. Und die Mutter ist die 114, eine Kreuzung von Buck mal Kaiser von Reynard. Das ist hier die 857. Sie wurde 3. Olympiataube für Deutschland in der Kategorie bei den Jährigen. Sie ist eine Tochter aus dem 655, der auch Vater zum 272 und zur 997 der Lea ist. Sie nennt sich bei uns Olympic Madeleine, also nach meiner Schwester benannt. Und seit der Olympiade, seit ihrem Titel, darf sie jetzt auch für reichlich Nachwuchs auf unserem Schlag sorgen. Und ihre Mutter ist eine Tochter von Ivan, von den Gebrüdern Herberts aus Belgien. Das ist der Nummer 6.
Der war in 2015 als Jähriger erstes Assmännchen der AV, hat dabei 10 Preise geflogen und exakt 900 Asspunkte. Und ja, mittlerweile fliegen sogar 2 Töchter mehr als gut. Eine hat in diesem Jahr 7,7 und die andere steht bei 7,6. Und beide Töchter haben auch jung exakt das gleiche Ergebnis geflogen, 7,7 und 7,6. Ja, und der stammt aus unserem 298, dem Verbeek-Vogel, und ist somit ein Halbbruder zum 655, unserem besten Vererben.